Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Heute dreht sich wieder alles um die sogenannten Nukleotides. Wir haben schon Sendungen gemacht und das hat sehr für Furore gesorgt. Es hat sich sogar ganze Gremium gebildet von exklusiven Ärzten. Ich erinnere daran an Dr. Moseter zum Beispiel, an die Frau Dr. Petra Wiechel, die zusammen unter dem Dach von Mitosana, zusammen mit meinem heutigen Gast, der Nukleotide-Papst, ein neues Produkt entwickelt, wo wirklich seinesgleichen auch sucht. Ich möchte aber heute einfach nochmals in diese Welt der Nukleotides eintauchen und Sie mit auf diese Reise mitnehmen. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen. Er ist Biochemiker, er ist Virologe, er ist Immunologe und hier ist er, der Peter Damian Köppel, Doktor selbstverständlich vorrang noch. Herzlich willkommen, lieber Peter. Danke vielmals, Alexander. Es hat mich gefreut, dass ich wieder hier sein kann, weil es hat mich das letzte Mal extrem fasziniert, was wir zusammen erlebt haben. Danke vielmals. Ja, ebenfalls. Sehr gerne, sehr gerne. Und ich war sehr erstaunt darüber, dass wann ich das Gespräch mit Dr. Moseter eingefädelt hatte oder auch mit Dr. Wiechel, dass sofort hellgroße Begeisterung da war zu den Nukleotides, die doch tatsächlich auch im Sport noch völlig vernachlässigt wurde. Der Moseter hat gesagt, wow, sofort, oder? Ja, es ist natürlich so, oder? Die Nukleotide, die arbeiten ja auf so verschiedenen Ebenen, also auf der Ebene der Zellteilung, auf der Ebene der Proteinsynthese, auf der Ebene der Energietransport, oder? Und das sind natürlich alles eigentlich fundamentale Prozesse für den Sport. Mhm. Wenn man schaut, dass was die Muskelzellen leisten müssen während eines Sports, oder? Die müssen genügend Energie produzieren. Und wenn man denkt, dass das ATP, das ja eigentlich der Energieträger im Körper ist, ein Nukleotid ist, oder? Dann sieht man schon allein aus diesem Effekt, wie wichtig das im Sport ist. Und das ATP kann ja nicht gelagert werden. Wenn das ATP ausgehen würde, hätte man genau noch 5 Sekunden. Also wenn ich neu produziert würde, hätte man 5 Sekunden zu leben. Mhm. Das geht extrem schnell, weil das wirklich immer frisch gebaut wird. Und da braucht es dann wieder verschiedene Substanzen oder Wirkungen. Zum Beispiel die Mitochondrien, die müssen ja versorgt werden mit Sauerstoff, mit Wasserstoff, ja, und so weiter. Also es braucht sehr viel Energie. Und natürlich, dort müssen die Proteine auch eine Wirkung haben. Und wenn ein Muskel sehr aktiv ist, bilden sich mehr Mitochondrien. Und die Mitochondrien, das ist wie ein Organell, das ist wie eine eigene Organelle, also wie ein eigener Mikroorganismus in der Zelle, der aber die Zelle versorgt mit Energie. Und die hat ihre eigene DNA. Das heißt, wenn eine Zelle aktiv ist, braucht es mehr Mitochondrien. Und die Mitochondrien müssen sich ja vermehren. Das heißt, auch dort muss sich die ganze DNA, die mitochondriale DNA, muss sich verdoppeln. Und sonst passiert halt nicht. Gesundheit oder auch hohe Leistung haben eigentlich immer einen Zusammenhang mit einem möglichst hohen Vorkommen an Nukleotides, also Nukleotide, die letztendlich Mitochondrien bauen, wo wieder die ATP produzieren, was letztendlich diese Nukleotides sind. Ja, genau. Nochmals, wenn ich einen DNA-Strang anschaue, mag ich mich jetzt noch an eine unserer Sendungen erinnern, dann sind eigentlich innerhalb der DNA diese Streifen, also diese Verbindungen, diese Querverbindungen, das sind die Nukleotides. Nein, die Nukleotide, das besteht immer aus einer dreifachen Elementen. Da hat man eine Base, das sind dann die eigentlichen Nukleobasen. Dann hat man einen Zucker, das ist eine Ribose. Und dann hat man einen Phosphat. Und es gibt immer eine Verbindung zwischen Zucker, Phosphat. Und die Seitenketten, das ist wie bei einem Reißverschluss, das ganze Gerüst. Mhm. Und da hat so kleine Zacken, die ineinander übergehen. Mhm. Und diese Seitenketten sind die Basen. Und die formen dann eigentlich die
paaren sich zusammen und machen dann die ganze, eine lange Kette von sogenannten Nukleotiden. Und immer drei Nukleotide kodieren oder sind, ja, kodieren für eine Aminosäure. Mhm. Das heißt, wenn jetzt die ein Protein gebildet wird, hat man ein Startkodon, also eine Startseite, und dann immer drei ist für ein das erste drei ist für eine Aminosäure. Die wird angeheftet an ein Protein und dann kommt die zweite Aminosäure und da braucht es wieder drei verschiedene Nukleotide. Also die Sequenz der Nukleotide ist eigentlich wie das Alphabet, dass das schlussendlich ein Wort gibt. Und das ist, und diese Sequenz, die lange Sequenz wird dann nachher eigentlich übertragen auf ein Protein. Und das alles ist im Zellkern niedergelegt auf der DNA. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Muskel hat, der sehr stark arbeiten muss, der muss natürlich sich auch vermehren. Also die Muskelzellen müssen sich vermehren. Das heißt, die brauchen dann dort eigentlich zuerst mal genügend Nukleotide, dass diese Information, die eigentlich die Informationskette, die eigentlich die ganze Struktur, also die ganze Information für ein Protein hat, oder, muss sauber verdoppelt werden. Aber woher kommen denn diese Nukleotide? Denn ich kenne viele Sportler, die haben von dem noch nie gehört und ja, es ist so, also die Nukleotide sind ja so wichtig, dass der Körper eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten hat, die Nukleotide zu kriegen. Das erste ist eigentlich die Synthese. Also die Zellen, meisten Zellen haben die Möglichkeit, Nukleotide herzustellen. Aber das ist ein relativ langsamer Prozess. Also es braucht für ein Nukleotid herzustellen, braucht es über 14 verschiedene biochemische Schritte. Und das heißt, dieser Prozess deckt nie das Ganze ab. Dann hat man den zweiten Mechanismus, und zwar, das ist ein Recycling, also ein sogenannter Salvage Pathway. Da werden von abgestorbenen oder ersetzten Zellen wird ein Teil der Nukleotide aus der DNA und RNA wieder verwendet. Mhm. Und das dritte ist in der Nahrung. Jetzt das Problem ist erstens mal bei der Neusynthese. Also die Zellen, die aus dem Immunsystem, also aus dem Knochenmark kommen, die können nur beschränkt Nukleotide herstellen. Die Zellen des Darmes können auch produzieren, aber nicht genügend. Die gewisse Darmbakterien können keine Nukleotide herstellen und auch zum Beispiel das Gehirn hat gewisse Zellen, haben keine Möglichkeit, die Nukleotide herzustellen. Und das sieht da dort einfach noch ein kleiner Ausweg. Das sieht man vor allem bei Kleinkindern, dass Nukleotide für die Gehirnentwicklung extrem wichtig sind. Aber da sieht man jetzt, dass wirklich auch wichtige Strukturen im Körper eigentlich die Nukleotide nicht herstellen können. Das heißt, es geht über das, ein Großteil geht dann über das Recycling, aber da müssen Zellen absterben, damit überhaupt etwas rezykliert werden kann. Also mit den beiden Systemen deckt man vielleicht etwa 80% der Bedarfs ab, aber der Rest muss aus der Nahrung kommen. Dort gibt es ein weiteres Problem, nämlich dass Nukleotide vor allem gefunden wird in Organfleisch, also Leber, Niere, Darm. Und das ist heute auf dem Speiseplan in der modernen Gesellschaft eigentlich nicht mehr vorhanden. Also, und vor allem auf pflanzliche Zellen, wie zum Beispiel Gemüse und Früchte, die haben extrem niedrige Nukleotide. Und da muss man noch etwas sagen, wenn die Nukleotide im Essen aufgenommen wird, dann wird nur etwa 10%, 5-10% kann verwendet werden. Und der Rest wird dann, weil die Aufnahme ist nur im Dünndarm, und der Rest geht in den Dickdarm. Also hat man, auch wenn man wenig hat und dann nur noch 10% davon aufnimmt, oder? Dann hat man eigentlich fast schon zu wenig. Jetzt, man hat ja immer noch Nukleotide, also es ist, das ist wie bei einem Motor, der dann eigentlich nicht
hundertprozentig gutes Benzin hat, oder? Der läuft. Mhm. Aber er bringt nicht die maximale Leistung. Und vor allem, es gibt, wenn man so einen Motor hat, gibt es über die Zeit gibt es Schäden. Und das genau dasselbe passiert im Körper drin. Weil ich habe gesagt, für die DNA-Verdoppelung müssen immer geht das so, der Reißverschluss geht auf und an jeder aufgegangenen Seite wird ein neuer Strang gebildet, so dass man schlussendlich, wenn der aufgeht, zwei vollständige neue Stränge hat. Das ist die Doppelhelix, oder? Das ist die Doppelhelix. Dann hat man zwei Doppelhelix, mhm, und dann fängt sich die Zelle an zu teilen und da verteilt sich diese DNA, also die Information der Zellen auf die zwei Zellen. Mhm. Und wenn das nicht sauber passiert, passieren natürlich kleine Fehler. Dann hätte ich aber Mutationen drin, oder? Ja, Mutationen. Und die können dann auf die Länge eigentlich die Schädigungen ausmachen, oder? Und das sieht man auch zum Beispiel gerade im Muskel, wo es sehr zum Teil sehr, also bei Mitochondrien, dass gewisse Mitochondrien, wenn die nicht mehr sauber funktionieren, dass nachher die Energieproduktion nicht mehr vollständig sauber abläuft, oder? Bevor wir jetzt in den Sport richtig eintauchen, möchte ich aber gleich nochmals die Zuschauer abholen. Einfach, eigentlich ist es für jeden gesunden Menschen von großer Bedeutung, Nukleotide zu haben. Denn wenn ich das richtig verstehe, habe ich dann letztendlich gesicherte DNA-Kopiervorgänge, dass auch gar keine Mutation mangels Nukleotide stattfinden kann. Und wenn ich nicht gesund bin, hätte ich viel schnellere Immunantworten im Reproduktionsprozess. Mhm. Ja, das ist genau so. Wenn man sich vorstellt, was passiert bei einer Immunantwort, da hat man einen Fremdkörper, also ein Bakterium oder ein Virus, oder? Und das ist eine Handvoll Zellen, die das als fremd erkennen, oder? Und das heißt, die müssen sich, weil die können allein diese Millionen von fremden Substanzen eigentlich nicht bekämpfen. Also die müssen sich anfangen zu teilen. Jetzt, wenn man sich vorstellt, dass ein Teilungsvorgang etwa 8 bis 12 Stunden dauert in einem Immunsystem, oder? Ein Bakterium hat 20 Minuten. Dann sieht man, wie schnell dass sich ein Bakterium gegenüber einem Immunabwehrzelle sich entwickelt. Mhm. Und wenn man das beschleunigen kann, hier die Immunabwehr, hat man natürlich sehr viel schneller, sowohl auf der zellulären Ebene wie auch nachher auf der Proteinebene, hat man eine schnelle Abwehr und das fängt dann an, diese Vermehrung von Bakterien, Viren zu unterdrücken. Das war gerade so ein Schlüsselantwort, dass nochmals, wenn ich eine Infektion auffange, in welcher Art auch immer, dann erkennt das der Körper und produziert letztendlich Abwehrkräfte dagegen. Mhm. Und das braucht wie viele Stunden? 12? Also die Zellteilung braucht 12 Stunden, 11 bis 12, also 8 damit, bis 12 Stunden. Also dass die Armee gebildet wird, die in den Angriff geht, kann ich aus einem erst 2 machen in 12 Stunden und aus 2 4 in nochmals 12 Stunden und dann verdoppelt sich das immer mehr. Genau, ja. So, wenn ich aber genügend Nukleotide habe, dann geht das schneller. Wie viel schneller? Das ist relativ schwierig zu sagen, weil das hängt davon ab, wie viel. Ich habe mal eine Studie gesehen von dir, die du gemacht hast, ja, im Zusammenhang mit einem Virus. Wir haben also sehr, sehr viel schneller. Also wir haben bis zu 4-mal schnellere Immunantwort. Das wollte ich hören. Aber es geht eben dort nicht nur darum, dass die Zellen, also die eigentlich die Soldaten vermehren, die müssen auch ihre Waffen haben. Mhm. Und die Waffen sind Proteine. Das sind nämlich Antikörper und Antikörper sind Proteine. Das heißt, diese Zelle hat nachher, wenn sie sich, also diese Soldaten, wenn sie sich gebildet haben, müssen sie ihre eigenen Waffen produzieren. Wenn das auch langsam geht, oder, hat natürlich das Virus oder das Bakterium einen riesen Vorteil. Also fassen wir zusammen, das wäre eigentlich etwas, wo auch jegliche Taskforce weltweit wissen müsste, dass der Körper in die Lage kommen könnte, viel, viel schneller zu reagieren, wenn er in eine Infektion käme. Mhm. Jetzt auch auf Herbst hin, wo bestimmt auch wieder irgendeine Grippe kommen wird. Also die Leute, die anfällig sind, wären gut beraten, durch das Zuführen von Nukleotide gar nicht in die Infektion zu kommen, denn die Soldaten her und ihre Abwehrwaffen sind viel schneller da. Ja,
Ja, das ist eine Riesenchance. Das ist eine Riesenchance, die ich muss sagen, ich nehme ja seit über 30 Jahren nehme ich die Nukleotide. Mhm. Ich hatte nie eine Grippe, ich hatte nie eine Erkältung. Und die Leute, die nicht schlucken wollen, könnten es mit Innereien essen. Aber lassen wir das Thema, da wollen wir heute sehr das nicht ist, das ist immer animieren. Das Problem. Oder das ist natürlich auch, es gibt ja viele Vegetarier oder Veganer, die dann sagen, natürlich kein Fleisch, keine Säugeprotein. Und die sind dann eher eigentlich benachteiligt, wenn man so etwas empfiehlt. Oder? Drum, es gibt natürlich auch Supplemente, wo man das zu sich nehmen kann. Mhm. Ja. Machen wir den Switch in den Sport, wo wir jetzt auch schon lange gesagt haben, wo der Dr. Moos hätte gesagt, wow, sofort, das muss ich haben, das müssen wir umsetzen. Der hat es natürlich verstanden, aber ist natürlich auch biochemisch ein versierter Arzt. Ja. Erklären wir das aber jetzt für Otto Normalverbraucher, für uns alle. Ich meine, ich mache auch Sport. Mhm. Also, mit meinen 53, ich müsste sicherlich auch auf gewisse Dinge achten. Was kann man erreichen mit der Zuführung von Nukleotides? Mehr ATP, habe ich gehört, ja. Mehr Energie. Ja, aber der erste Schritt, und wir haben das, also darf ich zurückgehen? Mhm. Wir haben zuerst mal Versuche gemacht bei Rennpferden. Weil da kann man wirklich sehr präzise arbeiten. Sobald man Humanversuche hat, hat man große Variationen. Und wir haben Rennpferde genommen und die haben wir eine Gruppe gefüttert mit Nukleotiden und die andere nicht. Und dann wurden 5 verschiedene Perioden gemacht. Und zwar mussten die wurden alle genau gleich trainiert und am Schluss jeder Periode mussten die auf ein Rollband. Und dafür mussten sie dann eine Maske tragen, wo sie CO2, also diese Sauerstoffaufnahme und die CO2-Ausstoß gemessen wurden. Mhm. Und da hat man zuerst die Adaptation gehabt und da sind die Tiere gleich gefüttert worden. Aber nachher und am Schluss die Messung. Und dann hat man ein leichtes Training, ein aerobes Training, ein leichtes Training, ein anaerobes Training, ein aerobes Training, umgekehrt. Ein aerobes Training, ein anaerobes Training und ein Detraining gemacht. Mhm. Und jedes Mal am Schluss wurde diese Sauerstoff-CO2 gemessen. Und was wir gesehen haben, vor allem im aeroben und anaeroben Bereich, wurde die Sauerstoffaufnahme massiv erhöht. Tatsächlich? Etwa 25% höher. Und auch die CO2-Ausstoß war höher. Das heißt, am Schluss, wenn die Verbrennung besser ist, kann der Zucker, der ja im Körper eigentlich die Energie liefert, besser ausgenutzt werden. Weil wenn man in den anaeroben Bereich reinkommt, werden nur 2 ATP gebildet. Während wenn der Zucker vollständig ausgenutzt wird, werden 36 ATP gebildet. Das heißt, wenn man mehr Sauerstoff hat und länger Sauerstoff hat, bleibt der Körper länger im aeroben Bereich. Mhm. Und so haben wir dann gesehen, dass das Laktat bei diesen Pferden wurde erniedrigt. Statt dass das raufgegangen ist nach dieser hohen Leistung, ist es runtergegangen. Und da haben wir auch dann gemessen, das heißt, sie könnten länger und länger und länger und länger rennen. Und Sport machen als alle anderen. Ja. Denen geht die Luft aus und die anderen gehen weiter und weiter. Und was wir eben auch gemessen haben, sind so Enzyme, die im Muskel drin sind. Und wenn eine hohe Anstrengung da ist, werden die zum Teil freigesetzt, also weil Muskel leicht geschädigt werden. Oder? Und diese Enzyme, die wir da gemessen haben, sind runtergegangen. Also die Muskelstruktur wurde weniger geschädigt. Und wir haben dann später in verschiedenen Universitäten, vor allem in England, haben wir auch mit Sportlern, also mit Humansportlern gemacht. Und ein großer Versuch oder eine Serie von großen Versuchen war dann an der Universität in Liverpool. Und da war zum Beispiel ein Training oder ein Test war, dass die Leute 35 Meter Vollspeed rennen mussten. Und dann in 15 Sekunden zurück. Mhm. Und dann wieder 15, und das 6-mal hintereinander. Und dann dann hatten sie eine kurze Pause und dann mussten sie das wieder machen. Und das
ging eigentlich darum, dass das ATP in den Muskeln entleert wird. Dass praktisch der Muskel kein ATP mehr hat. Ne? Und das, diese 6er-Serie wurde 4-mal wiederholt. Und was man da festgestellt hat, haben dann gemessen die Temperatur im Ohr, die war 10% tiefer. Sie haben tiefer gegenüber wem? Gegenüber der Kontrolle. Also die Gruppe, die Nukleotides genommen hat, hatte 10% tiefere Temperaturen. Temperaturen. Die Gruppe mit den Nukleotiden, das war auch ein Doppelblindversuch, die Gruppe mit den Nukleotiden hatten im Durchschnitt 164 Puls gegenüber 172 in der Placebo-Gruppe. Sie hatten gesagt, dass die empfundene Anstrengung, man merkt ja, wenn man müde wird, oder, dass die 10% tiefer waren. Man hat gesehen auch, dass die Geschwindigkeit dieser Ding von 7,2 auf 6,6 runtergegangen ist. 10%? Ja. Also es war massiv. Und was haben wir noch gemessen? Etwas ganz Wichtiges, was im Sport extrem, extrem wichtig war, war die Erholungszeit. Die war extrem viel, stark verkürzt. Und das haben wir auch gesehen, also ich habe ja einige Marathonläufe, die auf dem Produkt sind, die haben mir immer gesagt, früher mussten sie etwa nach einem Marathonrennen, mussten sie etwa eine Woche warten, bis sie wieder ins Training kommen. Und seit sie da auf den Nukleotiden sind, können sie nach dem zweiten Tag wieder ins Training zurück. Also die Rekonvaszenzphase ist viel, viel besser. Oder wenn man natürlich im Muskel weniger Schädigungen hat, wenn der Muskel besser versorgt wird und auch mit Sauerstoff, dann hängt das alles zusammen. Da gibt man natürlich eine bessere Kondition. Etwas, was man natürlich da auch ganz massiv einflechten muss. Wir haben gesehen, dass der Darm auch sich verändert. Oder? Und die Darmzoten mit den Nukleotiden wurden im Durchschnitt etwa 25% höher. Die Aufnahme von Substanzen, also Zufuhr von Energie über den Darm, ist höher. Wie viele Nukleotides haben die Leute geschluckt? Weil ich persönlich nehme jetzt 3 Tabletten. Und also da in dem Versuch in Liverpool wurden auch 3 Kapseln genommen. Ja. Okay, und das reicht? Oder normalerweise sagen wir, wenn es jemand wirklich starken Sport macht, und vor allem auch bevor einem extremen Leistung, sollten wir da verzweifachen bis verdreifachen. Dann hat der, und zwar etwa eine Woche. Aber im Durchschnitt, ein Sportler sollte eigentlich auf 3 Kapseln sein. Das ist sowas von spannend. Und alte Themen, wo du jetzt gesagt hast, vom schneller Rennen, schneller Rekonvalzieren, viel, viel weniger krank selbstverständlich oder auch schneller wieder gesund, das sind ja alles Themen, mit denen könnte ich ja jetzt die 100 Sendungen machen. Es gibt zum Beispiel Studien, die an Muskelzellen durchgeführt wurden, oder wo man dann zeigen konnte, dass auch die intramuskuläre Kommunikation verschieden ist. Also die Muskeln müssen ja miteinander eigentlich kommunizieren, dass der richtige Muskel sich am richtigen Ort zusammenzieht. Und das alles hat sich verbessert. Also es ist ein hochspannendes Gebiet. Ne? Wir haben auch gemessen, und das ist sehr wichtig, weil wenn man eine hohe Leistung bringt, hat man normalerweise, geht das Cortisol auf. Das ist ja klar. Das ist ja ein Effekt, damit eigentlich weniger in die Verdauung reingeht, sondern mehr in den Muskel. Das ist eigentlich ein Energielieferant, oder? Und wir haben festgestellt, dass das Cortisol eigentlich nicht verändert wird. Und man hat über einen großen Zeitpunkt, bis zu 3 Tage, hat man das Cortisol nach einer extrem hohen Leistung hat man gemessen und hat man eigentlich immer die gleiche Höhe gefunden. In der Placebo-Gruppe ging es rauf, dann runter und wieder rauf und dann schlussendlich war es höher als am Anfang. Und bei der Versuchsgruppe, also bei der Nukleotid-Gruppe, war es mehr oder weniger auf derselben Ebene, am Schluss etwas tiefer.
Und das hat dann wieder einen Effekt auf das Immunsystem. Und wir haben dann gesehen... Klar, das sind die Entzündungsprozesse, auch das hohe Cortisol. Ja, und da haben wir gemessen bei Sportlern, dass im Mund das IgA, das ist ein Antikörper, der eigentlich sehr wichtig ist für die Immunabwehr in Organen oder an Orten, wo man Schleimhäute hat. Also Mund, Lunge, Darm und so weiter. Und wenn ein Sportler ganz hohe Leistung hat, hat man festgestellt, dass die IgA-Antikörper bis zu 90% runtergehen. Und das führt natürlich dazu, wenn jemand einmal so etwas macht, das ist nicht ein Problem. Aber Sportler, die professionell dran sind, oder? Bei denen ist das Immunsystem immer leicht unterdrückt. Und man sieht ja eigentlich, die meisten Sportler sind an der Dauermedikation. Aber was wir dann gemessen haben, wir haben auch einen Abfall gesehen, aber der ist 25% weniger runtergegangen. Das macht natürlich für das Immunsystem einen massiven Einfluss, oder? Also, wenn man ein bisschen schaut, wo es anfängt, bei der Sauerstoff, beim Darm, nachher auf der Zelle, auf der Produktion der Proteine, auf der Produktion von der Energie und nachher natürlich auch das ganze Immunsystem und die ganze Abwehr. Nicht nur in der Muskel, sondern auch im Mund-Atembereich. Weißt du, was ich mich frage, ist, wie viele Hunderte von Studien du noch machen musst, damit die Welt endlich hört? Wie gesagt, so begnadete Ärzte sind ja sofort hinter dir und stützen das Projekt oder reißen das gleich mit und haben eine unfassbare gute Ideen, wie man es in die Welt hinausträgt. Aber eigentlich müssten das ja... Ist das medizinisches Alphabet, ABC? Also wir sehen einfach, oder die Nukleotide sind ja jetzt eigentlich ein Mittel, dass Leute, die zum Beispiel Sport machen, aber nicht nur Sport, aber Leute, ihr genetisches Optimum ausnützen können. Weil wenn es zu wenig Nukleotide hat, kann das der Körper eigentlich nicht das genetische Optimum erreichen. Habe ich verstanden, im Spitzensport diskussionslos, aber ich meine auch im Breitensport ist es doch extrem wichtig. Alles, was ich jetzt von dir gehört habe, schnellere Rekonvaleszenz, aber auch schneller sein. Zum Beispiel diese Sport, diese 35-Meter-Sport hin und her, zeigt ja 10% mehr Leistung. Für die Leute, die das wichtig ist. Ja, ja. Und ich habe mehr Luft, der Puls ist tiefer, 10% tiefer Puls ist ja. Und die mehr eigene Luft. Wahrnehmung, dass man müde wird, geht runter. Oder? Mhm. Das heißt, der Körper fühlt sich besser an. Mhm. Und das ist natürlich eine Motivation. Oder wenn du siehst, wie oft das Sportler, also vor allem Freizeitsportler, die fangen an und machen volles Training. Dann sind sie müde, sagen sie nie wieder, oder? Dann geht die Motivation auch weg. Und ich finde einfach, dass die Leute Sport machen, oder? Das ist für mich ein Muss. Mhm. Weil, wenn man heute sieht, sitzen ist schlimmer als rauchen. Ja, ich habe gehört, sitzen ist Mord. Ja. Also das ständige Sitzen, oder? Ja, ja. Das heißt, man muss irgendwo einen Ausgleich haben. Wir müssen zum Ende kommen, leider. Schon. Ich habe gesehen, eben, dass unter dieser Dachgesellschaft Mitofood, wo du ja einen wichtigen Part inne hast, sich der Dr. Moseter, die Frau Dr. Petra Wiechel zusammengesessen haben und dass da ein Aminosäureprodukt kommt, also die essentiellen Aminosäuren zusammen mit Ribose, Galactose und eben diesen Nukleotiden zu einem Pulver. Ja. Dass man dann trinken kann. Also für all die Leute, die nicht gerne schlucken, hätten hier eigentlich dann eine Lösung. Ja, das sind wir jetzt am entwickeln, weil es hat natürlich verschiedene Effekte, oder? Die Aminosäuren, die sind ja für die Proteinsynthese sehr wichtig. Die Ribose ist ein Teil des ATPs. Mhm. Und die ATP, also die Energieträgerbildung im Körper, ist sehr stark auch von der Ribose abhängig. Oder? Dann hat man natürlich noch die Nukleotide, habe ich ja jetzt erzählt, und dann noch die Galactose. Das ist auch ein Energieträger.
Ja, und dann ist ja auch ein Spin-off-Unternehmen von der ETH Zürich, glaube ich, mit einem Grüntee-Extrakt. Ja, das kommt auch noch. Das kommt auch noch dazu. Da gibt's ganz fantastische Resultate, oder? Das sind natürlich diese Extrakte, hauptsächlich Tee-Extrakte. Und Grüntee hat ja einen speziellen Effekt, oder? Da habe ich ein bisschen ausprobiert. Ich bin da selber nicht involviert in der Entwicklung, aber ich habe ein bisschen ausprobiert. Ich habe gefunden, das ist also erstaunlich. Tatsächlich. Auch wenn es nicht von oben nach unten kommt, solche Informationen verbreiten wir es halt hier von unten nach oben und hoffen, dass wir da was bewegen. Genau. Noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sehr wissenschaftlich unterwegs sind und gerne noch viel mehr lesen möchten über deine Hunderten von Studien, die du ja schon gemacht hast, wo findet man da diese Informationen? Ja, es gibt im Internet natürlich von Mitosana gibt's eine Homepage, aber es gibt in England eine unabhängige Homepage, Internetseite. Das heißt Nucleotides for, das ist ein 4, for health.org. Und das ist natürlich ursprünglich in Englisch gemacht worden, aber heute mit dem Google kann man alles auf Deutsch übersetzen. Ich war drauf und das war schon alles Deutsch und ich habe nur gestaunt, was ich da alles gefunden habe an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also was wir vor allem gemacht haben, wir haben überall Literatur, also publizierte Literatur dazugegeben. Also es ist nicht etwas, das einfach mal in einem Hinterhof gemacht wurde, sondern es ist wirklich sehr wissenschaftlich fundiert. Super. Wir werden auch gleich eine zweite Sendung machen mit einem anderen Thema, nicht mehr über Sport, sondern wir gehen dann über den Muskel und reden mal ein bisschen mehr noch detaillierter in den Muskelaufbau und Muskelerhalt. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Bitte, gern geschehen. Das war eine echt aufregende, spannende Sendung, wo wir mal wieder etwas von einer fundamentalen Basismedizin hören durften. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Sehr gerne. Danke. Das war für Sie der Dr. Peter Damian Köppel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Immunologe, Virologe und Biochemiker und für mich einfach nur eine große Freude, wenn ich wieder mal was lernen durfte. In diesem Sinne hoffe ich, dass es Ihnen genauso ging. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.